Hallo und herzlich willkommen im Querfeld-Ein-Kanal. Wir sind hier heute bei Heiner Haug in der Berliner Filiale, wo auch Heiner Haugs Werkstatt ist. Mit uns hier ist Markus Rottmann, der Werkstattleiter, und er wird uns jetzt einmal eine kleine Tour durch die Werkstatt geben, uns zeigen, was es für Geräte dort gibt und wie eine Mappenproduktion hier im Hause abläuft. An dieser alten Pappschere werden alle Einzelteile für die Mappen zugeschnitten. Pappen, Karton, Leinen, alle Streifen, Deckel. Und mit denen gehen wir jetzt in den Produktionsraum, wo alles verklebt und kombiniert wird. Das sind die Teile für die Innenmechanik, für die Schraubenbefestigung, die Deckel und alle Bezüge für die Innenausstattung, und auch das Leder wird hier am Tisch zugeschnitten. Und wenn alles kombiniert ist, geklebt ist, dann gehen wir zum Prägen nach hinten in die Prägewerkstatt. An dieser Prägepresse können wir große Formate, kleine Zeilen, alles prägen, was in einem Prägewerkzeug geätzt ist. Das ist Magnesium. Wird an dieser beheizten Presse befestigt und nach dem Einrichten mit Muskelkraft an diesem Hebel in die Lederdecke geprägt. Danach gehen wir für die Endmontage wieder in unseren Arbeitsraum. Hier wird jetzt alles aus Einzelteilen zur ganzen Mappe gefügt, und das sind dann diese Mechaniken und so weiter. In der Presse wird dann alles montiert, und nachher ist das die fertige Mappe mit Schrauben zum Benutzen bereit. Vielen Dank für diesen Einblick. Wie lange bist du jetzt hier schon in der Werkstatt und produzierst Mappen oder eben auch andere Buchprodukte? Also diese Mappen speziell, die machen wir seit über 20 Jahren. Mein Job, den mache ich seit über 40 Jahren. Und insofern können wir das dann auch routiniert erledigen. Wie lange sitzt du an so einer Mappe dran, wenn du die ganzen Materialien da hast und jetzt mal von Beratung und anderen Verkaufsargumenten absehen? Reine Herstellungszeit schätze ich 1,5 bis 2,5 Stunden. Hängt immer vom Aufwand und von der Ausstattung der Mappe ab. Aber wenn man alles da hat, ist es eigentlich ein Fluss von Tätigkeiten. Geht das dann direkt am Stück oder muss man dann tatsächlich immer Wartezeiten planen und macht verschiedene Sachen gleichzeitig? Ganz wichtig sind Trockenzeiten, weil jeder hat vielleicht schon mal so eine Mappe gesehen, die krumm war und verbeult. Da sind dann bestimmte Zeiten nicht eingehalten worden. Wir müssen das in Etappen splitten, damit die auch lange ihre gute Form behält. Vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage. Wie lange muss ich ungefähr planen, wenn ich eine Mappe von euch bestellen möchte, bis sie bei mir zu Hause ist? Wir sagen als Richtwert 2 Wochen. Bis wir ein Prägewerkzeug bestellt haben, Leder, was nicht da ist, bestellt haben. Und der Rest ist immer, je schneller, desto teurer. Alles klar. Vielen Dank, Markus, für diesen Einblick. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Heiner Haug, über Markus, wir haben einen Podcast aufgenommen, den Podcast Blick von Außen von Querfeldein. Den könnt ihr euch anhören, hier drunter unter dem Video. Abonniert den Kanal. Ich freue mich. Bis demnächst.